zusammen zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor bei dem UML-Diagramm, diesmal das Aktivitätsdiagramm. Zielgruppe, wie bei den anderen UML-Diagramm-Videos auch, ist die 11. Klasse Fachinformatiker, aber auch hier gilt wie immer, alle anderen dürfen natürlich auch. Wie immer, wir beginnen mit den Eigenschaften des Diagramms und von der Zielsetzung her ist es so, dass das Aktivitätsdiagramm das Systemverhalten festlegt und zwar sowohl in Bezug auf die zeitliche Reihenfolge, also was passiert nach welchem Schritt und die Verantwortlichkeiten, also wer macht denn welchen Schritt oder wer ist wofür verantwortlich. Dabei können wir die Granularität einigermaßen frei wählen, also wir können das sehr, sehr detailliert beschreiben, aber auch auf einem sehr, sehr hohen Level. Dabei können wir wirklich fast beliebige Komplexitäten einnehmen, was bedeutet, dass wir auch sehr, sehr große Aktivitätsdiagramme wiederfinden. Und die Zielsetzung der Aktivitätsdiagramme ist, dass sie einfach zu verstehen sind. Das aber gekoppelt mit der maximalen Flexibilität heißt dann in der Konsequenz, dass es relativ viele Notationselemente gibt. Ich werde zwar nicht alle besprechen hier in diesem Video, aber die eher aus meiner Sicht wichtigsten und ja, das heißt, es wird mal wieder ein etwas längeres Video. Wir beginnen mit dem wichtigsten Element, das ist die Aktion. Nicht zu verwechseln mit der Aktivität, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Aktion wird in einem Aktionsknoten festgelegt. Dort schreiben wir im Prinzip rein, was der Verantwortliche zu tun hat, eben die Aktion. Die Aktion zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf dieses Diagramm bezogen atomar sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eben innerhalb der Granularität dieses Diagramms das eine abgeschlossene Handlung ist. Das heißt nicht, dass wenn man das Ganze umsetzt, es in mehreren Schritten auszuführen ist. Aber eben für dieses Diagramm soll es atomar sein. Dann muss es, wie ich gerade eingangs gesagt habe, ausführbar sein. Es ist ja schließlich eine Aktion, das heißt, man muss es tun können. Nun, jetzt können wir die Aktionsknoten noch etwas aufblasen. Wir können hier eine Vorbedingung hinterlegen. Was weiß ich, bevor ich das Passwort eingebe, muss irgendwo der Login eingegeben werden. Also Local Precondition jetzt als Stereotyp hinterlegt. Und das gleiche gilt auch hinten dran eine Nachbedingung. Das heißt, erst wenn das Passwort größer 5 Zeichen in dem Fall ist, also Local Post Condition, dann soll es weitergehen. Das sieht man nicht sehr häufig, aber ich wollte es mal angeben. Das nächste Notationselement ist der Kontrollfluss. Der zeigt an, welche Aktion nach welcher Aktion durchzuführen ist. Das heißt, es ist einzig und allein dafür da, die Reihenfolge darzustellen. Dementsprechend ist es notwendig, diesen Pfeil auch zu richten. Das heißt, er hat eine Richtung und zweitens, was wichtig zu verstehen ist, es erfolgt keine Aktion auf dem Pfeil. Also im Zustandsdiagramm konnten wir auf die Transition Aktionen hinterlegen. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es einzig und allein darum, welche Aktion folgt nach welcher. Und jetzt sehen wir hier, die Aktion Passwort eingeben hat einen Ausgang und die Authentifizierung hat einen Eingang. Und grundsätzlich gilt, dass jede Aktion einen Eingang und einen Ausgang hat. Es gibt da noch eine kleine Ausnahme, das sind die Parametersets, aber auf die werden wir nachher nochmal kommen. Dann können wir die Kontrollflüsse auch zerlegen durch sogenannte Konnektoren. Das heißt, ich kann jetzt anstatt der durchgezogenen Linie hier so eine Unterbrechung darstellen, einfach um das ein bisschen zu entwirren. Dazu müssen diese runden Kreise eindeutig benannt sein, damit ich eben weiß, von welchem Startpunkt ich zu welchem Endpunkt sozusagen meine Unterbrechung gemacht habe. Wie gesagt, das dient einzig und allein der Entwirrung, der Vereinfachung der Darstellung. Eine Sonderform des Kontrollflusses ist der Objektknoten oder Objektfluss. Hier habe ich jetzt einen Objektknoten auf den Kontrollfluss draufgezeichnet
und das ist im Wesentlichen eine Information oder ein Objekt, was ausgetauscht wird. Das bedeutet nicht, dass es immer nur ein Objekt ist, es können mehrere Objekte in einem Objektknoten sein, aber damit möchte man eben darstellen, dass wir hier, wie gesagt, Informationen oder irgendwelche Dinge von der einen Aktion zur anderen übergeben müssen. Das muss man nicht immer zeichnen, wenn es aus dem Kontext hervorgeht, aber es ist eine Möglichkeit. Zu diesen Objektknoten gibt es noch ein paar andere Darstellungsweisen. Diese würde Objekttransport heißen, das heißt, dass wir einfach auf diesen Kontrollfluss hier so ein kleines Rechteck oder ein Quadrat draufzeichnen und dann den Namen dieses Objekts dann entsprechend draufpacken. Diese Schreibweise sieht man relativ selten, aber es gibt noch eine, die man dort durchaus etwas häufiger sieht, neben der allererst gezeigten. Und das würde man als Objektfluss bezeichnen. Und hier habe ich jetzt auf den beiden Aktionen sogenannte Pins. Und diese Pins werden sozusagen mit einem Objektfluss verbunden. Das soll eben darstellen, dass die linke Aktion einen Ausgabeparameter hat und die rechte einen Eingabeparameter. Und weil das ja einigermaßen einsichtig ist, sieht man das relativ häufig. Man kann diese Objektflusselemente auch mit Zuständen versehen. Und das gilt jetzt für alle drei Schreibweisen, also den Objekttransport oder den Objektknoten. Da würde man hier in diesen eckigen Klammern dann noch irgendwelche Zustände reinpacken und die würden dann vielleicht sogar idealerweise mit dem Zustandsdiagramm dann einhergehen. Aber das wäre dann schon wirklich eine sehr detaillierte Darstellungsweise. Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es gibt sowas wie Parametersätze. Ich habe jetzt hier die Authentifizierung mal mit mehreren Pins belegt. Und ich brauche nicht immer alle. Beispielsweise brauche ich für die Ein-Faktor-Authentifizierung nur Login und Passwort. Und damit ich die beiden als Parametersatz definiere, mache ich hier so ein Kästchen rum und bezeichne das Ganze. Und wenn ich jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung brauche, dann habe ich halt Passwort, Telefonnummer und PIN. Und damit habe ich klar spezifiziert, was gemeinsam notwendig ist. So. Ich habe jetzt beide bei der gleichen Authentifizierung. Das bedeutet, ich brauche auch irgendwie eine Hierarchie von diesen Pins. Und da ist es so, dass diese beiden Parametersätze XOR verknüpft sind. Das heißt, entweder der eine oder der andere. Und intern, also pro Parametersatz, sind die Parameter unverknüpft. Also alle von dem einen oder alle von dem anderen. Und damit habe ich klar geregelt, was hier an der Stelle gilt. Dann haben wir noch so einen Spezialfall. Und zwar stellen wir uns vor, wir wollen ein Video bereitstellen und ein Video ansehen. Und das Objekt, was jetzt hier von A nach B fließt, also von Video bereitstellen zu ansehen, ist das Video, also der Videostrom. Und jetzt habe ich hier eine zeitliche Überschneidung, weil wenn wir das Ganze streamen, dann ist die Bereitstellung noch nicht vorbei und das Ansehen hat schon begonnen. Und um das darzustellen, packt man hier dieses Stream ran und damit habe ich einen Informationsstrom. Das Ganze kann man auch so darstellen und dann muss man die Pins eben hier leicht grau einfärben und damit ist das Gleiche ausgesagt. Das nächste Element sind die Aktivitätsbereiche. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier eine klare Trennung eigentlich von den Verantwortlichen. Deswegen nennt man diese Aktivitätsbereiche auch Verantwortungsbereiche. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass wir YouTube gucken und wer ist verantwortlich für YouTube? Das ist Google. Das heißt, an der Stelle könnte man jetzt hier so einen Bereich, man nennt es auch Swimlane, also Schwimmlinie. Das ist in Anlehnung an die Beckenaufteilung bei Schwimmwettkampfveranstaltungen, dass jeder sozusagen seinen eigenen Bereich hat. Das wäre jetzt in der Form hier Google und das wären jetzt wir als Anwender oder als Nutzer und wir haben jetzt hier eben unsere eigenen Aktivitäts- und beziehungsweise Verantwortungsbereiche. Und alles, was wir tun, wird jetzt sozusagen auf unserer Swimlane, auf unserer Spur hinterlegt.
Wir können das Ganze auch mit dem Stereotypen external noch mit hinterlegen, wenn wir sozusagen irgendwelche Verantwortungen außerhalb unseres Systems haben, was wir eben benötigen, um eben weiterzumachen. Das würde dann im Zweifelsfall auch einhergehen mit den einzelnen Akteuren des Use Case Diagramms. Und wie gesagt, Stereotypen haben wir auch schon öfter mal gesehen. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen weiter aufblasen. Und können jetzt sagen, wenn wir jetzt beispielsweise dieses Aktivitätsdiagramm noch erweitern, angenommen, ich würde jetzt per Mail irgendeinen Premium-Antrag oder Premium-Account beantragen und Google würde den validieren, dann hätte ich hier ja an der Stelle weitere Trennungsmöglichkeiten. Angenommen, diese ganze Mail-Kommunikation etc. läuft jetzt über Gmail und diese Videokiste läuft über YouTube, dann kann man das Ganze hier eben nochmal weiter ja, in der waagrechten überschneidend dann nochmal darstellen. Das sieht man nicht sehr häufig, aber man kann es machen. Dann gibt es noch was Interessantes, das sind Signale. Also wenn ich jetzt hier ein Signal an YouTube oder an Google sende, dass ich hier ein neues Video habe, dann kann ich mit diesem Symbol dieses Senden sozusagen auslösen und Google würde dieses Signal empfangen. Und entscheidend ist, ich kann jetzt hier weitermachen. Also ich muss nicht warten, bis Google jetzt in irgendeiner Form sich meldet oder sagt, jo, ich bin fertig, sondern ich kann einfach ja, weitermachen. Und parallel dazu würde jetzt hier Google dieses Video in irgendeiner Form verarbeiten. Und das wäre ein asynchrones Signal, also eine asynchrone Nachricht. Und damit hätte ich eine Art Parallelisierung von meiner Abarbeitung realisiert. Wir werden uns nachher nochmal eine weitere Möglichkeit, eine meines Erachtens sehr viel typischere Möglichkeit für die Parallelisierung ansehen. Aber das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, das eben so zu notieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Aktivität darzustellen. Ich habe ja eingangs gesagt, die Aktion, also diese Symbole mit diesen abgerundeten Kanten oder Ecken, sind ja Aktionen und die sind nicht zu verwechseln mit einer Aktivität. Und das Ganze kann man jetzt beispielsweise so darstellen, dass ich jetzt mehrere zusammenhängende Sachen hier mache, wie zum Beispiel Video hochladen, editieren, freigeben und so weiter. Und diese ganzen Aktionen, also diese mehreren Aktionen zusammen, kann jetzt oder bezeichne ich als die Aktivität Video bereitstellen. Und das ist jetzt nichts anderes wie eine geordnete Folge von Aktionen. Man sieht es auch relativ häufig, dass die Verantwortungsbereiche innerhalb dieser Aktivität erst eingetragen werden. Das sehen wir ganz am Schluss nochmal bei dem größeren Beispiel. So, jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen selektiver machen. Und dazu habe ich mir folgendes Szenario überlegt. Wir wollen hier ein Video erstellen. Wir wollen es gegebenenfalls auf das Unterstützerformat konvertieren und dann irgendwann hochladen. Es ist aber so, es gibt Tools, die mir beim Erstellen bereits das richtige Format liefern. Also muss ich erstmal nachfragen, ist das, was ich erstellt habe, denn vielleicht schon im unterstützten Videoformat? Und wenn nein, dann muss ich es konvertieren. Diese Raute, die wir hier sehen, das nennen wir einen Entscheidungsknoten. Und der verzweigt mir eben basierend auf diesen Guards, die wir ja aus den anderen Elementen oder UML-Diagrammen auch schon kennen, die Verarbeitung hier in den Pfad nach rechts oder später dann nach unten, je nachdem. Diese Guards müssen natürlich wie immer disjunkt sein. Ich darf keine Überschneidungen haben. Und deswegen sieht man relativ häufig auch solche Entscheidungsknoten mit nur zwei Ausgängen und einem Else und dann bin ich da relativ sauber. So, was ich jetzt nicht machen darf, ist diese beiden Enden direkt auf eine Aktion führen, weil eine Aktion hat ja nur einen Eingang. Das heißt, wir brauchen hier ein anderes Symbol und das sieht genauso aus wie der Entscheidungsknoten und das ist dieser Verbindungsknoten. Der hat nur einen Ausgang, so wie der Entscheidungsknoten nur einen Eingang hat. Und der führt mir diese Verarbeitungspfade einfach wieder zusammen. Wir merken uns nochmal grundsätzlich, eine Entscheidung verzweigt meinen Verarbeitungspfad oder meine Verarbeitung.
und die Verbindung führt das Ganze wieder zusammen. Das heißt, es ist nicht selten, dass wir immer beide so im Pärchen sehen. Nicht zwingend, aber man sieht es relativ häufig. Dann noch eine wichtige Info: Eine Entscheidung hat mehr als einen Ausgang. In unserem Fall hier zwei, es sind aber auch drei erlaubt. Und es ist auch erlaubt, noch mehr zu machen. Nur ich würde grundsätzlich raten, bei dreien zu bleiben. Ansonsten kann man ja kaskadieren. Und bei der Verbindung ist es so, dass wir hier auf jeden Fall auch mehr als einen Eingang haben. Idealerweise zwei, drei, aber mehr wären auch erlaubt. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen mehr spezifizieren mit so einer Entscheidungsgrundlage, heißt das. Und der Stereotyp wäre jetzt hier Decision Input. Und damit kann ich hier eine echte Verzweigung, wie wir es aus Struktogramm ja auch kennen, realisieren mit einer True-False-Bedingung. Und das wäre mit Sicherheit das Übersichtlichste, aber wir sind ja alle schreibfaul, deswegen wird das gerne mal eben anders gemacht, eben so wie ich es eben vorher gezeigt habe. Aber das wäre eigentlich die schönste Art und Weise, das zu tun. Jetzt können wir noch was machen, und zwar, ich könnte jetzt hier auf diese Verbindung, also diese Zusammenführung, noch eine weitere Bedingung dranhängen. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Entscheidungs- und Verbindungsknoten kombinieren und das Ganze vielleicht auch noch mit so einem Decision Input versehen, und damit habe ich wirklich alles zusammen kombiniert. Ob man das jetzt so machen muss oder nicht, sei mal dahingestellt, es ist auf jeden Fall möglich. Neben diesen Pärchen Entscheidung und Verbindung gibt es noch ein weiteres Pärchen, das ist Gabelung und die Vereinigung. Damit wir das verstehen, habe ich mir Folgendes überlegt: Angenommen, wir wollen ein Video erstellen und wir wollen es dann hochladen. Und zwischen Erstellen und Hochladen hat die Technik das Rendern gesetzt, und das kann ja durchaus mal etwas länger dauern. Und ich möchte jetzt spazieren gehen. Das möchte ich aber nicht sequenziell machen, sondern parallel. Und wir haben zwar was Ähnliches schon mal gehabt bei den Signalen, die asynchronen Signalen, aber würde jetzt hier nicht wirklich sinnvoll sein, das als Signal zu modellieren. Und dafür haben wir jetzt die Gabelung und die Vereinigung. Das heißt, wir versuchen jetzt hier ein neues Element zu realisieren. Und zwar würde das Ganze so aussehen. Wir haben hier links die Gabelung. Und die Gabelung parallelisiert mir Abläufe. Und rechts haben wir die Vereinigung, und die fügt das Ganze wieder zusammen. Diese Vereinigung kann man auch für asynchrone Nachrichten verwenden, weil die hat uns ja auch schon eine gewisse Parallelisierung eben beschert. Und mit diesem Element kann ich das Ganze wieder zusammenführen. Als kleine Vorstellungshilfe, um dieses ganze Konstrukt etwas besser zu verstehen, habe ich jetzt hier so ein kleines Männchen reingezeichnet. Und das steht für die aktuell ausgeführte Aktion. In dem Fall jetzt Video erstellen. So, jetzt sind wir fertig mit dem Video erstellen. Jetzt laufen wir hier vor zu dieser Gabelung. Und was jetzt passiert ist, jetzt haben wir zwei parallele Verarbeitungszweige. Und jetzt laufen die eben hier an der Stelle parallel durch. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass jetzt irgendeins von diesen beiden eher fertig wird, sagen wir mal das Video rendern. Und diese Vereinigung ist so konzipiert, dass erst wenn beide vorhanden sind, also beide eingehenden Stränge abgearbeitet wurden, dann erst geht es weiter zum nächsten Schritt, und dementsprechend sehen wir diese Vereinigung als eine Unverknüpfung. Das ist aber nur dann, wenn wir hier keine weiteren Angaben machen. Also wenn nichts dasteht, also ohne Angabe, dann ist es faktisch eine Unverknüpfung. Und erst wenn beide eingehenden Pfade abgeschlossen sind, dann geht es weiter. Wir können aber auch andere Verknüpfungen realisieren. Stellen wir uns mal Folgendes vor: Wir sind fertig mit der Videoerstellung, also wir haben das in irgendeinem Tool zusammengeklickert und wollen das jetzt rendern. Und wir wissen nicht, ob das überhaupt so schnell fertig wird bei uns. Also sicherheitshalber schicken wir das zum Bekannten, der hat einen sehr schnellen Rechner, und lassen das von ihm auch rendern.
Und jetzt kann ich sagen, wenn einer von den beiden Render-Aktionen fertig ist, dann kann ich es ja hochladen. Und das würde man so machen, dass ich hier diese beiden eingehenden Pfade benenne und kann jetzt hier eine Spezifikation dieser Vereinigung, dieses Joins, realisieren. Und in dem Fall habe ich jetzt hier eine explizit bezeichnete Oder-Verknüpfung. Natürlich gehen beliebige andere logische oder boolesche Algebra Formeln auch, aber wie gesagt, der Sinn ist klar. So, jetzt fehlen noch ganz wichtige Elemente, und zwar der Start- und der Endknoten. Der Startknoten sieht einfach so aus. Es darf mehrere für eine Aktivität geben, und meistens schreibt man dann noch Start daneben, muss man nicht zwingend machen, weil er also so ausreichend bestimmt, aber wichtig zu verstehen ist, wie gesagt, anders wie beim Zustandsdiagramm darf ich hier mehrere Startknoten haben. Der Endknoten sieht so aus. Hier darf es auch mehrere geben. Und ja, insofern, das sind keine neuen Symbole, die kennt man von den anderen UML-Diagrammen ja auch schon. Wichtig zu verstehen ist, dass der Endknoten das komplette Diagramm hier an der Stelle stoppt, also diese Aktivität stoppt. Um die Bedeutung dieser Aussage nochmal zu klären oder nochmal zu unterstreichen, schauen wir uns jetzt mal Folgendes an. Wir brechen uns jetzt beim Spazierengehen das Bein. Das heißt, wir haben jetzt überhaupt keine Lust mehr, irgendein Video hochzuladen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch so einen Endknoten hinterlegen. Aber ich habe gesagt, dieser Endknoten stoppt alles. Das heißt, es gilt auch für den. Und das bedeutet, dass selbst wenn jetzt ein paralleler Zweig wie das Video-Rendern noch aktiv ist, ist die gesamte Aktivität beendet. Das heißt, das Video-Render-Ergebnis interessiert mich nicht mehr, ich liege im Krankenhaus, was auch immer. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn wir jetzt parallel eine Aktion haben, die wir relativ schnell realisieren können, beispielsweise eine Info-Mail schreiben und jetzt hier das parallel zum Rendern machen wollen, aber jetzt nicht die komplette Aktivität abbrechen wollen, dann brauchen wir ein neues Symbol und das würde so aussehen. Das ist auch ein Endknoten, der stoppt aber nur diesen Zweig. Das heißt, damit läuft der untere Strang weiter und wenn ich das Video hochgeladen habe, dann würde eben die Aktivität stoppen. Also das heißt, wir haben einen Typus von Startknoten und zwei verschiedene Endknoten. Zum Schluss wie immer ein etwas größeres Beispiel, wo ich nochmal die wichtigsten Elemente unterbringe. Das Ganze soll jetzt ein User-Login sein, also eine etwas größere Aktivität, die jetzt User-Login heißt. Und ich habe jetzt hier den Anwender und einen Server. Das Ganze wird durch den Anwender gestartet und der möchte gerne sein Login eingeben. So. Ja, der User möchte ein Passwort hinterlegen, aber ich möchte eine Zwei-Faktor- oder Zwei-Phasen-Authentifizierung machen. Das heißt, der Server soll noch irgendeinen Code senden, den dann der User empfängt und dann mit angibt. Also brauche ich hier irgendeine Parallelisierung, in dem Fall eine Gabelung, und damit kann ich jetzt entsprechend diese Situation darstellen. Der Code, den jetzt der User empfangen hat, der wird eingegeben. Das Passwort entsprechend auch, das kann er irgendwie parallel machen. Und wenn beide Informationen da sind, dann geht es wieder in so eine Zusammenführung. Wenn wir eben beides haben, dann muss der Server erstmal prüfen, passt denn der Code und das Passwort zusammen. Und wir können jetzt hier die Prüfung machen, ob jetzt PIN und Passwort okay ist oder eben nicht. Wenn es okay ist, dann setze ich den Error Counter auf 0 und beende somit den Prozess. Der User kann jetzt was auch immer auf der Seite machen. Wenn es aber nicht okay ist, also im Else-Zweig, dann muss ich hier weiterarbeiten. In dem Fall setze ich jetzt den Error Counter um 1 hoch und packe den auf den Ausgabepin meiner Aktion. Das Ganze wird jetzt von dem Check Error Count übernommen. Und ich kann jetzt hier prüfen, ob jetzt der Error-Counter kleiner 3 ist oder eben nicht, also größer gleich 3. Wenn er kleiner 3 ist, dann kann ich jetzt hier an der Stelle weitermachen. Und zwar
muss ich jetzt wieder hoch. Ich möchte dem User wieder die Möglichkeit geben, seine Informationen nochmal einzugeben. Das heißt, der Server zeigt jetzt irgendwie eine Fehlermeldung an und jetzt müssen wir hier links so eine Zusammenführung wieder reinbauen. Und das ist jetzt ein bisschen doof, weil wir haben ja vorhin den Strich schon gezeichnet. Das heißt, hier ist es, wenn ich das Ganze nicht mit elektronischen Mitteln mache, mit digitalen, sondern mit Bleistift und Papier, muss ich hier dann wieder anfangen zu radieren. Das heißt, es ist immer eine ganz gute Idee, sich vorher schon mal so eine kleine Skizze anzulegen, damit einem sowas eben nicht passiert, dass ich hier einen durchgezogenen Strich nochmal aufmachen muss. Okay, das heißt, jetzt kann ich hier wieder in Eingabe-Login in diesem Prozess wieder. Ich habe im Prinzip eine Schleife realisiert. So, im Else-Zweig sperre ich den Account. Wenn er dreimal oder öfter das Passwort falsch eingegeben hat, wird der Account gesperrt. Und jetzt müssen wir ihn irgendwie informieren. Dazu senden wir in einer Parallelisierung mal eine Infomail an den User. Als Account Log Info Mail habe ich das jetzt mal getauft und beende diesen Zweig. Damit ist sozusagen der User per Mail informiert, aber parallel, ich habe hier so eine Gabelung gemacht, kann ich jetzt noch weiterarbeiten und kann jetzt irgendwie diese Sperrinfo auf dem Bildschirm anzeigen, eben auf der Webseite, und der User kann die jetzt interpretieren. Das heißt, er liest das, schließt den Browser und damit ist der Prozess an der Stelle komplett auch beendet. So, das wäre das Ganze jetzt mal in seiner ganzen Pracht. Ist jetzt ja nicht super kompliziert, aber es sind schon einige Elemente drin. Wir haben hier auch eine Schleife realisiert. Die Schleife ist jetzt hier wirklich mit einer Verzweigung umgesetzt worden. Also mit einer Entscheidung und diesen Guards. Man kann auch Schleifen als eigene Aktivitätsdiagramm-Notationselemente zeichnen. Auf die habe ich jetzt allerdings verzichtet, weil im Regelfall macht man das hier mit solchen Entscheidungsstrukturen. Aber es sei eben versichert, was ich bis jetzt hier gezeigt habe, ist noch lang nicht alles. Da gibt es noch mehr. Aber ich glaube, mit den Elementen, die wir hier sehen, können wir so ziemlich alles mal abbilden. So, ja, das war's dann von meiner Seite zum Thema Aktivitätsdiagramm. Ich hoffe, dass die wichtigsten Sachen rübergekommen sind. Ich rate jedem, sich das Ganze nochmal etwas intensiver anzuschauen und mal ein bisschen zu malen. Der Teufel steckt im Detail. Ich habe ja eben gezeigt, diese Zusammenführung von diesen Zweigen mit dieser Raute dann nachträglich nochmal einführen. Das ist immer nervig. Also da hilft mit Sicherheit ein bisschen Übung. Aber ansonsten, glaube ich, ist es einigermaßen eingängig und übersichtlich. Und damit entlasse ich euch jetzt aus dem Thema UML.